Hätte nicht gedacht, dass mein Leben mal wieder in einigermaßen ruhigen Bahnen kommt. Du musst dich halt anstrengen, dann kommst schon voran. So habe ich immer gelebt. Als gelernter Porzellanmaler war ich im Unternehmen meiner Familie für die Optik unserer Produkte verantwortlich. Mein Spezialgebiet waren Druckverfahren. Später habe ich dann auch die Geschäftsführung übernommen. Eine arbeitsintensive, aber auch sehr schöne Zeit. Als Ausgleich hatte ich ja mein Hobby, die Zauberei. Als es mit der Porzellanbranche bergab ging, war die Zauberei mein Anker, der mir noch Halt gab. Unser Betrieb musste Insolvenz anmelden. Für mich hieß das, keine Firma, keine Aufgabe, finanzielle Probleme. Das ging dann auch an meine Gesundheit. Ich habe noch nie auf Kosten anderer gelebt. Aber mit Mitte 50 ganz von vorne anfangen? Was konnte ich da jetzt noch machen? Meine Branche gab's nicht mehr. Und gesundheitlich waren mir plötzlich klare Grenzen gesetzt. Genau das ist die besondere Herausforderung älterer Arbeitssuchender, wieder einen Platz zu finden in der veränderten Arbeitswelt. Um über 50-jährige Arbeitssuchende besonders zu unterstützen, wurde 2005 das Bundesprogramm Perspektive 50 Plus ins Leben gerufen. Regional wird es durch EMA 50 Plus umgesetzt. Der Name steht für individuelles Eingliederungsmanagement für berufserfahrene Arbeitssuchende. Beteiligt sind die Jobcenter Stadt und Landkreis Bamberg, Forchheim, Erlangen-Höchstadt, Bayreuth-Stadt und Land sowie Kulmbach. Aufgabe seit Beginn 2005 ist es, bestmöglichst alle Bewerberinnen und Bewerber über 50 Jahre in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Ich bin dann irgendwann doch zum Jobcenter und bin über die Vermittler dort zum Projekt EMA 50 Plus gekommen. Das war genau das Richtige für mich. Hier bekam ich professionelle Tipps und Hilfe für die nächsten Schritte. EMA 50 Plus unterstützt arbeitssuchende Menschen mit genau den Angeboten, die für sie persönlich wichtig sind. In den regelmäßigen Beratungsgesprächen geht es um vorhandene Stärken. Dabei finden sich neue berufliche Möglichkeiten, die man dann anpacken kann. Ziel ist letztendlich die Arbeitsaufnahme. Wichtig war mir das Bewerbungstraining im BFZ. Als selbstständiger Unternehmer hatte ich mich ja noch nie zuvor beworben. Die Teilnehmer lernen gängige EDV-Anwendungen kennen, erstellen Bewerbungsunterlagen am Computer und recherchieren gemeinsam Arbeitsstellen im Internet. Zusätzlich trainieren sie sicheres Auftreten in Vorstellungsgesprächen. Schließlich zählt der erste Eindruck. Gerade bei älteren Arbeitssuchenden kommt es darauf an, die Berufs- und Lebenserfahrung ins rechte Licht zu rücken. Wir planen mit den Kunden zusammen einzelne Handlungsschritte zur Integration in Arbeit und halten zum Kunden eine sehr hohe Kontaktdichte. Sofortige Arbeitsaufnahmen kommen bei EMA 50 Plus vor. In der Regel nutzen die Teilnehmer aber erst eine Zeit lang die fachlichen und gesundheitsfördernden Angebote, um fit für den Arbeitsmarkt zu werden. Der erwachsene, über 50-jährige Mensch hat im Durchschnitt 5 Liter Blut, welches einmal in der Minute den ganzen Körper durchläuft. Wenn er sich bewegt, kann dieser Faktor bis zum Vierfachen gesteigert werden, sprich die Sauerstoffversorgung des Gehirns kann natürlich erhöht werden und diese ganzen positiven Effekte dann begünstigen. Insofern tritt dieser alte Slogan von Erich Kästner immer mehr in den Mittelpunkt, der gesagt hat, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. EMA 50 Plus bietet zusätzlich zu den Bewerbungsaktivitäten an allen Standorten verschiedene Gesundheitsangebote, um die eigene Leistungsfähigkeit zu halten oder zu steigern. Zusätzliche Projekttage unterbrechen den Alltag und setzen neue Impulse. Mit spezifischen Qualifizierungsangeboten können berufliche Kompetenzen erweitert werden. Zusätzlich helfen Praktika, den beruflichen Einsatzbereich zu vergrößern und wieder einen Fuß in die Tür des Arbeitsmarktes zu bekommen. Über ein Praktikum bin auch ich zu meiner neuen Arbeitsstelle gekommen. Das Unternehmen stellt Textildrucke her. Ich kann meine langjährige Erfahrung in Siebdrucktechnik aus der Porzellanbranche einbringen. Da gibt es einige Parallelen zum T-Shirt-Druck. Ich bin hier verantwortlich für die Koordination der Produktionsabläufe und spiele, wenn es gerade mal brennt, Feuerwehr. Und was bedeutet EMA 50 Plus für Sie? EMA 50 Plus hilft als Türöffner vielen Männern und Frauen, die eben arbeitslos geworden sind. Lernen kann man in jedem Alter. Die EMA-Teilnehmer bringen nicht nur eine große Portion Neugierde mit, sondern auch die nötige Selbstdisziplin. Die wissen halt schon, worauf es ankommt.
ein sehr zentraler Punkt, den wir natürlich feststellen, ist, dass gerade im Profisport auch Erfahrung eine ganz wichtige Rolle spielt. Für mich bedeutet EMA 50+, es läuft wieder rund.